Hallo liebe Freunde, ich bin Anton Huselmann, Cheftrainer und Begründer vom Elite Selbstschutz. Und heute zeige ich mit meinem Schüler Michael ein paar einfache, aber doch effektive Techniken, speziell für die Polizei und für Security-Menschen. Die Technik, die wir heute zeigen, wirklich sehr einfach, kann wirklich jeder Mensch lernen, ohne dass man jahrelang irgendwohin gehen muss, sondern einfach mal einige Male probieren und dann kann das auch schon durchaus funktionieren. Deshalb zeigen wir, wie gesagt, nichts Kompliziertes, was ihr in 10 Jahren lernt, sondern wirklich sofort erlernbar. Ja? Also aus dem Elite-Selbstschutz lernen wir mal los. Die erste Technik. Meine rechte Hand bleibt hier unten, Ellbogen geht nach außen, damit ich mich besser schütze. Die linke Hand ist hier. Und zack, schon ist die Aktion zu Ende. Wichtig ist, bei dieser Technik achtet bitte, dass der Ellbogen gegen die Wirbelsäule presst. Und die rechte Hand muss unbedingt hier am Trizeps bleiben. Denn wenn ich jetzt hier lande, er sieht, Michael ist sofort frei und kann euch natürlich wieder angreifen. Das heißt, ihr könnt natürlich beliebig, also ich mache das meistens auf der Seite, ich bin Rechtshänder, aber falls einer von euch sagt, ja, ich arbeite gerne mit der linken Hand, das ist natürlich egal. Seht ihr das, wie lange das geht? Das in einer Sekunde ist die Sache schon erledigt. Und ich sage immer, lösen Sie die Probleme, bevor sie entstehen. Das ist ganz wichtig. Warten Sie nicht, bis der Gegner euch schon wirklich angreift, euch richtig zusammenschlägt, sondern nach möglichst versucht, das Problem zu lösen, wie gesagt, bevor das alles immer größer wird. Also nochmal, unten und zack, schon bin ich ja da. Seht ihr das? Die linke Hand kann natürlich hier am Kinn greifen oder die Nase und ich kann mit dem auch dann wirklich schön spazieren gehen. Also ich kann ihn bewegen, wohin ich ihn will. Das ist die erste und eine sehr, sehr effektive und einfache Technik. Die zweite Technik, auch für euch, liebe Freunde, wenn ich jetzt an dem vorbeigehe, das heißt, wichtig ist hier diese Fixierung. Ja, die Fixierung. Ja. Falls irgendwie was, ne, da bin ich ja. Und dann ziehe ich ihn einfach mal runter. Seht ihr das? Und jetzt habe ich ihn hier schon fixiert. Einfach. Ne? Wir zeigen das Ganze nochmal langsam. Wie gesagt, hier die Fixierung. Klar, ich kann auch im Notfall hier arbeiten, Genitalien, ich kann ein bisschen Schlag verpassen oder hier, wenn der Gegner natürlich sehr stabil ist, deutlich größer, stärker, natürlich immer ein bisschen Schock hier und dann könnt ihr ihn auch runterbewegen. Und dann merkt ihr das, ich ihn jetzt hier schon fixiere. Genau, der zweite Kollege kann natürlich dann die Beine fixieren, dann habt ihr schon das Problem gelöst. Wenn der Gegenüber in so einer Phase sich befindet, er geht schon auf mich los, ich gehe jetzt hier raus und das. Hier habe ich ihn auch schon optimal kontrolliert. Seht ihr das, die Kontrolle hier auch. Ne? Das ist auch eine sehr, sehr einfache Methode. Hier achtet mal, ihr geht raus und dann greift hier und dann hier über die Nase am besten oder hier, ich würde persönlich mit der Nase arbeiten, legt ihn runter und dann hier auch die Fixierung. Eine sehr einfache Technik, aber bemerkt, funktioniert sofort. So, gleiche Situation. Der Gegner will euch schon angreifen. So ein Schwinger von hier, so die meisten gerade so Straßentypen, die machen solche Sachen. Also er macht's. Schaut mal, ich schütze mich und schon bin ich jetzt hier. Gemerkt? Und dann kann ich ihn natürlich immer wieder in diese Position bringen. Also wir machen das etwas langsamer, damit er wirklich was lernt. Also ich gebe nach und schon bin ich hier. Gemerkt? Gemerkt, ja. Ansonsten gibt es hier viele Alternativen. Nur wie gesagt, ich zeige euch heute die Techniken, die wirklich dafür da sind, um euch zu schützen, ohne Gegenüber zu verletzen, damit ihr nicht so viel Stress bekommt. Ja? Genau. So, noch eine Kleinigkeit, ihr geht nach vorne, er schubst sich hier raus, greift das Handgelenk aufs Knie leicht und schon ist die Person auch hier. Und auch hier achte ich natürlich insbesondere, dass ich den Gegner möglichst auf dem Bauch habe. Der erleichtert mir dann 0 Widerstand. Ich habe ihn total unter Kontrolle bemerkt. Dankeschön. So, ich denke mir mal für heute, natürlich gibt es noch sehr, sehr viele Techniken beim Elite-Selbstschutz. Also ich kann euch wirklich 100 Sachen zeigen, aber davon habt ihr nichts. Die Menschen werden immer ungeduldiger und nach 5 Minuten Video, ach so ein Blödsinn, gucke ich nicht weiter. Deswegen haben wir jetzt versucht, uns kurz zu fassen und euch einfach, aber doch effektive Techniken zu zeigen. Also, wenn es euch gefallen hat, so machen, abonniert unseren Kanal. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Falls ihr Interesse habt,
bei uns mitzumachen, vielleicht ein Workshop, ein Seminar oder Weiterbildung zu besuchen. Kontaktieren Sie. Sehr viele Polizeibeamte tun das bei uns. Wir haben sogar Trainer, die sind Polizisten, die ich selbst ausgebildet habe. Kontaktiert uns mal. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, fragt uns. Alles Gute. Ciao.